Willkommen zurück zu einer neuen Mission von Star Wars Battlefront 2. Oh, und diesmal ist es eine Raummission, in der wir rumfliegen durch die Gegend. Wir nehmen natürlich einen Klonpiloten, weil wir erstmal fliegen müssen. Und hier seht ihr direkt ein neues Feature von diesem Spiel. Piloten und Marines zu ihren Schiffen. Die Jedi verlassen sich auf sie. Die Jedi verlassen sich auf uns. Alles klar. Und wir können nur aus einem Flugzeug wählen. Und das ist dieser hier, der AIC 170 Raumjäger. Wir warten noch, bis Leute mitkommen. Oder? Kommen keine Leute mehr? Komm, wir fliegen los. Ah, und diese Umkehrungssteuerung. Okay. Ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Wo seid ihr, Jäger? Das sind meine Kumpels. Wow. Ah, diese Umkehrsteuerung, das ist echt nicht was für jedermann. Hinter uns. Wir kommen aus dem gegnerischen Hangar. Super. Bomber hinter mir. Wow. Anakin Skywalker Flugmanöver. Ja, komm schon. So. Richtiger Starfight hier. Was sieht denn aus? Ein Raumfight. Echt nicht so cool, wenn man hier draußen ums Leben kommt. Dann fliegt man nämlich im Orbit herum. Ah, so geht es nämlich. Ah ja. Diese Umkehrsteuerung, die macht mich fertig. Wow. Man weiß nicht, wo oben und unten ist. Das ist das Problem. Ah, vielleicht... Sollte ich vielleicht ins... Wow, nein! Scheiße, war das knapp. Scheiße, war das knapp. Ich fliege einfach mal in das gegnerische Ding rein. Boah. Das war hart. Das war richtig hart. Dann nehmen wir halt einen Klon. Marine. Wiederhole! Alle Mann auf Gefechtsstationen! Und fliegen damit los. Na, der TIE Fighter, was war das denn? Cooler Move, muss ich sagen. Cooler Move. Ah, und ich habe sogar ein Turbo, wie man sieht. Rein da, komm. Und raus hier. Jetzt sind wir im gegnerischen Hangar gelandet mit unserem Sturmtruppler. Und was sollen wir jetzt machen? Am besten den Kommandoposten einnehmen, oder? Ich bin ja einer, der passt immer gern mal nicht auf. Muss ich mir mal abgewöhnen. Gut geschossen, Soldat! Ja, gut geschossen. Oh, ich habe ja einige Einheiten hier erledigt, wie man sieht. Du bist auch ruhiger geworden hier im Hangar, es lässt sich auch Tee trinken. Ich nehme das hier erstmal gemütlich ein. Ich werde ein paar Druiden auf mich einballern oder auch nicht. No problem. Oder kann ich das in etwa gar nicht einnehmen? Ne, ich kann das gar nicht einnehmen. Aber man kann doch hier durch, oder nicht? So war das doch. Nö. Kann man nicht. Hier auch nicht. Ja, dann ist wahrscheinlich die Aufgabe einfach nur, ein paar feindliche Druiden, Flugzeuge zu erledigen. Das ist aber kein Problem, weil dann nehmen wir einfach einen von hier mit. Ist auch ziemlich cool. Nein. Komm schon, nein. Ich wollte sie doch nehmen. Ah, den nehmen wir. Komm. Das muss klappen. Noch kurz Ausweichmanöver. Komm, Manöver. Und go! Jetzt haben wir uns einen TIE Fighter geschnappt. Oder wie die hier heißen. Ich weiß es nicht. Und
haben direkt einen abgesäbelt. Wow. Der ist also auch down. Der auch. Und der, was mit dem? Ah, wir haben es. Okay. Dieses Bankenclan-Schiff fungiert als Fregatte für die Droiden. Jetzt haben wir es. Okay. Wir sollen es zerstören. Nichts leichter als das, denke ich mir. Selbstmordkommando. So, einmal muss es jetzt noch werden, dass wir mit dem Klonpilot losfliegen. Victor Echo 1-2, nähert sich. Wiederhole. Victor Echo 1-2. Und komm. Immer noch ist unser Ziel dieses Scheißding. Müssen wir bestimmt wieder irgendwelche Schilde zerstören. Wow, der ist mir direkt ins Feuer geflogen. So, wie kriegt man das jetzt am besten kaputt? Das ist die Frage. Das ist das Cockpit. Die Brücke meine ich. Oh, elegant dran vorbeigeflogen. Wow, jetzt kommt mal gar nicht klar. Ja. Mist. Ah, okay. Piloten, konzentrieren Sie Ihr Feuer auf das KOS-Hauptschiff. Wir müssen Ihre Schilde schnellstmöglich ausschalten. No problem. Ich bin mal wieder zerschellt. Wunderschön. Aber immer genügend Flugzeuge im Hangar. Also daran soll es nicht scheitern. Kreuzer der Handelsföderation. Dafür hat er erstaunlich viele Geschütze an Bord, weil das ein Handelsschiff ist. Ach, das ist der Schild hier. Nein, Rakete im Anflug. Nein, hat schon. Wow, nein, fuck, Leute, das ist Umkehrsteuerung. Das ist echt schwer. Also der lenkt nach oben, wenn man nach unten will und so weiter. Das ist echt krank. Schalten Sie die Droiden-Kommunikationsphalanx aus. Das wird eine Bresche öffnen. Das wird wieder ein Selbstmordkommando hier. Gut gemacht. Jetzt, wo Sie in Verwirrung sind, fliegen Sie in Ihren Hangar und landen Sie. Passen Sie auf. Alles klar. Das werden wir versuchen. Aber diesmal mit einem Klon, Marine. Bomber nähert sich. Wiederhole. Bomber nähert sich. Und nichts wie ab. Lande, komm schon, Lande. Nehmen Sie Raketen oder Zeitbomben, um die internen Systeme zu zerstören. Geht klar. Komm schon. So, jetzt können wir nicht machen, was ich eben machen wollte. Wir können das Schiff von innen aus zerstören. Na los doch. Ach, nicht das schon wieder. Nein, das ist heftig. Komm schon! Schieß doch endlich! Ja, Mann! Schieß! Nein! Komm schon! Nein! Alter, ich
bin so low life. Das könnte mein letzter Fehler sein, wenn ich jetzt einen baue. Komm schon, schieß. Schieß doch endlich. Schieß schneller, Mann. Das ist ja echt kacke. Ich erinnere mich noch. Und diese Energiestäbe zu zerstören, da braucht man echt ewig Zeit. Vor allem, wenn man nur noch so wenig Granaten hat. Was ist das hier? Ach, es war eine Granate. Und die ist leer? Ne, ist leer. Komm. Ha! Jetzt schnappen Sie sich einen Raumjäger und zerstören Sie die Brücke des feindlichen Kreuzers. Gut, machen wir das. Schnell zum Raumjäger. Schnell hier raus. Komm. Super Moves. Achtung an alle Piloten! Auf Angriff vorbereiten! So, das ist mein Schlitten. Oh, das dauert immer ewig hier. Achtung an alle Piloten! Schneller! Achtung an alle Piloten! Auf Angriff vorbereiten! So, jetzt werde ich mal versuchen, das eleganter zu machen. Das wahrscheinlich nicht klappen wird. Boah, ist das anstrengend. Alter Schwede. Muss man erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann die Brücke anzugreifen. Fuck, fuck, fuck. Wow, wow, wow. Vielleicht, wenn ich mir das Spiel angucke, wird mir schwindelig werden. Euch bestimmt auch, vielleicht. Weiß nicht. Wie ihr da so gestrickt seid. Komm schon, nein! Wow, cooles Ablenkungs-, cooles Ausweichmanöver. Cooles Ausweichmanöver. Und damit haben wir es doch. Wenn sie so weiterfliegen, ist die Republik auf dem besten Weg zum Sieg. Hammer! Geil! Wir haben es geschafft. Der Sieg war gewiss. Von Anfang an. Und bis dahin, wir sehen uns.